Herzlich willkommen heute Morgen zum Sonntag, dem ersten Sonntag nach Trinitatis. Heute Morgen habe ich übrigens im Radio noch gehört, es fängt jetzt die lange Zeit an, in der es keine Feiertage mehr gibt. Der nächste Feiertag, den es gibt, ist erst am 3. Oktober. Ich weiß ja nicht, was für ein Wochentag das ist, aber bis dahin ist das eine lange Durststrecke, finde ich. Ja, aber insofern bin ich ja ganz froh, dass der liebe Gott es damals so eingerichtet hat, dass wir den Sonntag haben. Der ist uns dann geschenkt als Ruhetag, wenigstens einer in der Woche. In diesem Sinne herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst am ersten Sonntag nach Trinitatis. Wir haben heute auch Besuch aus Amerika. Nochmal ganz herzlich willkommen. Heartily welcome hier in Eiserfeld und nehmen Sie alles Gute, was Sie hier sehen, mit. Das andere lassen Sie ruhig hier. In diesem Sinne alles Gute. Und wir haben auch heute einige der neuen Konfirmanden und Konfirmandinnen da. Auch euch heute Morgen schon mal ein ganz besonderes herzliches Willkommen. Bei den Psalmen gibt es einen Psalm, der uns immer wieder so ein bisschen demütig macht. Indem er auch sagt, wir müssen uns auch mal wieder auf das besinnen, was wir sind und was wir haben. Und er drückt es ganz einfach in den Worten aus, indem er sagt, danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Seine Gnade reicht, so weit der Himmel ist, und seine Treue, so weit die Wolken gehen. In diesem Sinne lassen Sie uns unseren Gottesdienst feiern, wie immer im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Kraft und unsere Hilfe kommt her von Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der seinen Bund und seine Treue ewiglich hält und niemals das fahren lässt, was er geschaffen hat. Lasst uns gemeinsam singen, so als Erinnerung nochmal zu Ostern in Jerusalem, da war doch was. Thank you.
Lasst uns gemeinsam beten mit Worten aus Psalm 119. Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln. Wohl denen, die sich an seine Mahnungen halten, die ihn von ganzem Herzen suchen, wegen wandeln und kein Unrecht tun. Schaue allein auf deine Gebote, so werde ich nicht zu Schanden. Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, dass du mich lehrst die Ordnungen deiner Gerechtigkeit. Deine Gebote will ich halten, verlass mich nimmermehr. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Zeige mir, Herr, den Weg deiner Gebote, dass ich sie bewahre bis ans Ende. Meine Seele verlangt nach deinem Heil. Ich hoffe auf dein Wort. Meine Augen sehnen sich nach deinem Wort und sagen, wann tröstest du mich? Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Erhalte mich durch dein Wort, dass ich lebe, und lass mich nicht zu Schanden werden in meiner Hoffnung. Stärke mich, dass ich gerettet werde, so will ich stets Freude haben an deinen Geboten. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, aus diesem Gottesdienst schöpfen wir die nötige Kraft für die neue Woche. Hier sprichst du uns an. Wir hören deine Vergebung. Wir erfahren Trost und Wegweisung. Diese Stunde bindet uns ganz eng an dich und verbindet uns auch untereinander. Denn wir sind dankbar für die Gemeinschaft, die wir hier haben. Aber wir denken auch an die, die nicht hierher gekommen sind. Vielleicht, weil sie arbeiten müssen, weil sie dich nicht kennen, weil wir sie vielleicht enttäuscht haben, weil sie krank sind und nicht können. Lass auch sie teilhaben an deinem Segen, so wie du ihn uns verheißen hast. Amen. Wir hören die Schriftlesung. Die Schriftlesung für diesen Sonntag aus Jeremia, Kapitel 23. So spricht der Herr Zebaoth: Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie betrügen euch, denn sie verkündigen euch Gesichte aus ihrem Herzen und nicht aus dem Munde des Herrn. Sie sagen denen, die des Herrn Wort verachten, es wird euch wohl ergehen. Und allen, die nach ihrem verstockten Herzen wandeln, sagen sie, es wird kein Unheil über euch kommen. Aber wer hat im Rat des Herrn gestanden, dass er sein Wort gesehen und gehört hätte? Wer hat sein Wort vernommen und gehört? Siehe, es wird ein Wetter des Herrn kommen voll Grimm und ein schreckliches Ungewitter auf den Kopf der Gottlosen niedergehen. Und des Herrn Zorn wird nicht ablassen, bis er tue und ausrichte, was er im Sinn hat. Zur letzten Zeit werdet ihr es klar erkennen. Ich sandte die Propheten nicht, und doch laufen sie. Ich redete nicht zu ihnen, und doch weissagten sie. Denn wenn sie in meinem Rat gestanden hätten, so hätten sie meine Worte und meinem Volk gepredigt, und es von seinem bösen Wandel und von seinem bösen Tun zu bekehren. Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der ferne ist? Meinst du, dass ich jemand so heimlich verbergen könne, dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr? Bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt, spricht der Herr? Ich höre es wohl, was die Propheten reden, die Lüge weissagen in meinem Namen und sprechen,
mir hat geträumt, mir hat geträumt. Wann wollen doch die Propheten aufhören, die Lüge weissagen und ihres Herzens Tun weissagen? Und wollen, dass mein Volk meinen Namen vergesse über ihren Träumen, die einer dem anderen erzählt, wie auch ihre Väter meinen Namen vergaßen über dem Baal. Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen, spricht der Herr. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Lasst uns nun gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige, allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen nun das nächste Lied. Thank you.
Gnade sei mit uns, Friede und Freude von dem, der da ist, der da war und der da kommt, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. So, aber bevor ich jetzt loslege, habe ich erstmal eine Frage an Friedchen Kretzer. Geht das in das Ohr oder geht das nicht in das Ohr? Ja, geht es? Ja, dann ist gut, weil sie hat heute Morgen nämlich gefragt, ob die Schleife an ist. Die Schleife, die hier in der Kirche ist, die funktioniert auch mit den Hörgeräten. Aber was da manchmal auch dazwischen funkt, das sind zum Beispiel auch die vielen Handys, die jetzt wieder hier sind und die natürlich auch alle an sind. Deswegen mag ich vielleicht auch an der einen Stelle oder an der anderen Stelle auch sagen, vergessen Sie bitte nachher nicht, Ihre Handys wieder einzuschalten. Also man glaubt gar nicht, welche Wellen da untereinander schon sind, die sich dann gegenseitig auch stören. Aber deswegen habe ich den Text ja auch mitgebracht, sodass Sie den auch mitlesen können. Also aus Lukas 16 habe ich heute einen Text mitgebracht. Da heißt es, es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen mit dem, was von des reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach, gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus. Denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm, hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Liebe Gemeinde, eine Geschichte vom reichen Mann und armen Lazarus, die Jesus erzählt, eine Beispielgeschichte. Wir hören von zwei Männern, der eine ist reich, hat Geld ohne Ende, seinen Namen kennen wir allerdings nicht. Der reiche Mann hatte sich in seinem Leben immer gut gehen lassen, hatte das Geld, sich auf das Beste zu kleiden, prasst und lebt alle Tage herrlich und in Freuden. Und dann ist da Lazarus, der arme Mann. Ihn lernen wir mit seinem Namen kennen und übersetzt heißt er Gott hilft. Heute würde man ihn vielleicht Gotthilf nennen. Nicht jedoch erfahren wir den Grund seiner Armut. Der tut auch eigentlich nichts zur Sache. Wir wissen nur, dass Lazarus sogar das trockene Brot zum Leben fehlt, zum Überleben. Er ist krank, gezeichnet von den Umständen, unter denen er kümmerlich leben muss. Lazarus, der so arm ist, dass er von dem leben muss, was der Reiche achtlos wegwirft und der sich, um zu überleben, auch erniedrigt. Lazarus, der keinem mehr gilt als die dahergelaufenen Hunde, die seine Wunden lecken. So
So weit, so schlecht. Denn beim ersten Hören verfällt man sehr schnell in ein eindeutiges Schwarz-Weiß-Sehen. Auf der einen Seite die Reichen, auf der anderen die Armen. Und das Ende scheint natürlich am Anfang schon deutlich und klar zu sein. Auch fällt uns natürlich sofort leicht, Partei zu ergreifen, natürlich für den Armen und mit einem neidischen Blick auf den Reichen gerichtet. Daher scheint es mir nötig, einmal genauer hinzuschauen, was denn eigentlich reich und arm bedeutet. Bekanntlich ist ja im Leben alles relativ. Und so ist es auch hier. Reich sein bedeutet ja nicht, einen berühmten Namen zu haben und vielleicht auch Milliarden auf seinem Konto zu haben, ein Boot, wer weiß wo, irgendwo oder eine Yacht. Das heißt das nicht. Aber arm heißt auch nicht, wie man heute so sagen würde, Bürgergeldempfänger zu sein. Reich sein heißt nämlich auch, genug zu essen zu haben, Kleider zum Wechseln, ein Dach über dem Kopf, Schuhe an den Füßen. Arm sein heißt auch, selbst von dem, was wir vielleicht als lebensnotwendig bezeichnen, nichts zu haben. Reich sein heißt auch, in einer Familie zu leben, wo jeder sich um den anderen kümmert. Arm kann auch deren materiellen Gesegnete sein, wenn er zutiefst einsam ist. Einsamkeit, ein Thema, was ja auch jetzt von der Bundesregierung wieder neu aufgenommen wird. Die Einsamkeit, die in unserem Land scheinbar immer mehr zunimmt. Aus welchen Gründen auch immer. Aber ich denke, das sind auch so Lehren, die wir eigentlich aus der Pandemie ziehen sollten, also aus dem, was wir noch aus der Zeit mit Corona gelernt haben und auch vielleicht behalten sollten. Den Gedanken, es ist nicht nur dieses Schwarz-Weiß-Denken, was wir haben. Und dabei ist allen gemeinsam, dass es da eine große Kluft gibt zwischen Arm und Reich, manchmal eine so große Kluft, dass man auch keinen Ausweg mehr sieht. Aber unser Predigtext macht sie sehr deutlich, diese große Kluft, die zwischen den beiden besteht, zwischen dem reichen Mann, dem armen Lazarus, von dem hier erzählt wird. Und es ist eine, so wird es erzählt, große, aber auch unüberbrückbare Kluft zwischen Arm und Reich. Jesus erzählt dieses Gleichnis in einem Gespräch mit Pharisäern, von denen der Evangelist Lukas vorher schreibt, sie seien geldgierig, würden über Jesus spotten und seien dabei auch noch selbstgerecht. Auch wenn damit die ursprüngliche Zielgruppe bekannt ist, der Jesus mit seinem Gleichnis gleichsam den Spiegel vor Augen hält, so hat das Gleichnis aber, wie ich meine, doch bis heute nichts von ihrer Aktualität eingebüßt. Deutet es doch höchst aktuell auch auf unsere und auf die gesellschaftlichen Zusammenhänge, in denen auch wir ja heute leben. Wenn ich diesen Text des Lukas jetzt heute wieder neu höre, dann ist es mir leicht, die Bilder, die er gebraucht, auf heute, auf unsere Tage auch einmal zu übertragen. Denn ist es mir leicht, diese große Kluft auch in unserem Alltag zu entdecken. Ich muss dabei ja gar nicht einmal in die weite Welt schauen, nicht nach Südamerika, wo oft wenige Großgrundbesitzer alles haben und weite Teile der Bevölkerung nichts. Ich muss auch nicht nach Afrika schauen, wo in manchen Ländern korrupte politische Eliten sich bereichern, ohne Rücksicht auf das Volk, das hungert. Ich muss auch nicht nach Russland blicken, wo einige wenige Neureiche so von positiver wirtschaftlichen Entwicklung profitieren, dass sie im Ausland mit ihrem Geld nur so um sich werfen können und wir jetzt in diesem Kriegsfall alles einfrieren. Während viele in Russland monatelang auf ihren Lohn warten oder vielleicht auch sogar von einer Rente leben müssen, die so gering ist, dass sie zum Leben vorne und hinten nicht ausreicht. Nein, so weit muss ich gar nicht schauen. Ich finde Vergleichbares an jedem Tag auch bei uns. Auch in unserer Gesellschaft wird die Schere zwischen Arm und Reich ja immer größer. Ich schaue dabei in die Gesichter vieler Menschen, die schon lange nicht mehr gelacht haben. Ich höre vielen Menschen zu, die schon lange nicht mehr mit anderen gesprochen haben. Ich erlebe Menschen, denen die Krankheit den letzten Lebensmut geraubt hat,
Ich weiß von Menschen, die froh darüber sind, wenn man sie nur einmal grüßt. Und ich weiß von Menschen, die ihren einzigen Spaß im Leben daran haben, wenn sie andere mal richtig niedermachen können. Die Kluft zwischen Arm und Reich war schon immer sehr groß zwischen Menschen, und manche Menschen vergrößern dabei den Graben sogar noch. Vielleicht auch deshalb, weil sie Angst haben. Jemand würde ihre Not erkennen. Und manchmal wird es auch so sein, da habe ich die Not des anderen erkannt, aber ändere nichts daran. Manchmal fühle ich mich hier an Petrus erinnert, der die Frage an Jesus stellte: Herr, wohin sollen wir denn gehen? Aber im nächsten Satz gab Petrus ja sogar selber schon die Antwort, indem er gesagt hat: Ich weiß, du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Nun, so dann muss es ja für uns Christen dann heißen, also macht euch mal auf den Weg. Am Ende des Gleichnisses ist dann von den fünf Brüdern des Reichen die Rede und die Geschichte ist ja eigentlich noch offen. Wie geht es jetzt mit ihnen weiter? Leben sie genauso wie der Reiche, der in der Hölle gelandet ist, oder ändern sie vielleicht ihr Leben? Wir wissen es nicht, aber wir können uns Folgendes dabei vorstellen. Die fünf waren mit ihrem reichen Leben unzufrieden. Vielleicht haben sie auch so gemacht, wie es einst Johann Hinrich Wichern tat, dem die verwahrlosten Jugendlichen in Hamburg leid taten und der einfach nicht mehr zusehen konnte, sondern Veränderung anstrebte und sie auch durchführte. Er hat damals das sogenannte Raue Haus gegründet. Es war eine Art Internat für Mädchen und Jungen. Und dort hatten sie die Möglichkeit zu leben, eine Ausbildung zu machen nach einem damaligen hochmodernen Konzept. Er gab ihnen eine familiäre Umgebung in Kleingruppen, was ja bei der Masse der Kinder eigentlich schon völlig ungewöhnlich war. Er gab ihnen elementaren Schulunterricht und natürlich auch christliche Unterweisung. Aus diesen ersten Anfängen hat sich die innere Mission entwickelt, die er so nannte, im Unterschied zur Heiden- und äußeren Mission und später dann das, was wir heute unter Diakonie kennen. Vielleicht haben sie auch nur die Augen vor dem Leid der Welt nicht verschlossen und haben dabei dann auch Dinge angepackt, die für Jesus ihnen ein dickes Lob gezollt hätte. Aber da kam es Johann Hinrich Wichern damals überhaupt nicht drauf an, sondern ihm hat es gereicht, in das strahlende Auge eines Kindes zu schauen. Und vielleicht merken wir an dieser Stelle auch schon, was bedeutet es, arm zu sein und was bedeutet es, reich zu sein. Manchmal auch reich zu sein dadurch, dass man durch einen solchen Blick, ein solch fröhliches Lächeln einfach nur beschenkt wird. Vielleicht haben Sie ja auch begriffen, diese fünf, dass es gilt, diesen großen Graben oder die Kluft zwischen Arm und Reich einmal zu überbrücken. Das heißt, vielleicht haben Sie auch angefangen, mal Brücken zu bauen. Und dann muss man ja noch nicht einmal Ingenieur sein, um solche Brücken zu bauen. Es ist dieses einfache Lächeln dem gegenüber, der einen nicht kennt. Ein stilles Gebet für die, die nicht mehr selbst beten können. Eine freundliche Geste in unfreundlicher Umgebung. Ein tröstendes Wort für einen Menschen, der reich dadurch wird, dass wir mit ihm gesprochen haben. Wir müssen nicht Ingenieure für Brücken bauen werden, aber wir werden zu Ingenieuren der Liebe werden. Und so wie möglich auch Brücken schlagen zu denen, die unsere Liebe benötigen. Petrus hat von Jesus gesagt: Du hast Worte des ewigen Lebens. Das sind die Worte Jesu hier im Lukasevangelium. Und mit dieser Geschichte wollte er nicht nur die Pharisäer damals aufwecken und ansprechen und sagen, ob die Geschichte der fünf Brüder oder auch unsere eigene am Ende mit einem Happy End endet, das hängt ja immer an zweierlei. Denn wir sind auch selbst mitverantwortlich, die Hölle zu verhindern, indem wir zu Brüdern und Schwestern Brücken bauen und, was das ganz Entscheidende ist, auf die Brücken, die wir bauen, dürfen wir uns auch selbst trauen. Wir sind jedoch dabei nicht allein, sondern wir wissen,
dass Gott an dieser Brücke mitbaut. Auf diesen Wegen wünsche ich Ihnen immer einen guten Weg, ein fröhliches Lächeln und ein gutes Wort. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Das nächste Lied. Wer von Ihnen erinnert sich noch an die Kirche, wie sie so aussah? Einige wenige, ja. Also so war sie, glaube ich, in den 80er Jahren, bis dann in den 90er Jahren der erste große Umbau war. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, oh, ist ja schade, dass die Kirchenbänke raus sind. Ich kann euch nur eins sagen, seid froh, dass die weg sind. Auf Kirchenbänken zu sitzen, oh. Naja, ich habe es einfach mal mitgebracht, das Bild, so als kleine Erinnerung. Ja, abzukündigen habe ich Folgendes. Die Kollekte ist heute bestimmt für den CVM, dann Young Ambassadors und das Abenteuerdorf in Wittgenstein. Die Kollekte am nächsten Sonntag ist bestimmt für die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle. Den Klingelbeutel sammeln wir gleich beim nächsten Lied ein. Die Gaben sind wie immer bestimmt für diakonische Aufgaben unserer Gemeinde. Dann laden wir herzlich ein, heute Nachmittag oder Spätnachmittag um 17 Uhr, da wird das Konzert der Chöre Concordia Eiserfeld, Männerchor Eiserfeld und Männerstimmen Hinkengrund hier sein. Wird bestimmt sehr interessant. Also für da vorne liegen ja noch Plakate aus und Flyer, wie man so schön sagt. Da können Sie sich gerne noch was mitnehmen zur Erinnerung. Der ambulante Hospizdienst Wittgenstein veranstaltet eine Trauerwanderung. Treffpunkt ist der Parkplatz zum Eingang des Ruheforstes Schützenplatz in Bad Berleburg am Donnerstag, den 6. Juni um 16 Uhr. Für die Wanderung sind circa 2 Stunden vorgesehen und wer dort gerne weiß, dass da jemand mitgehen würde oder selbst mitgehen, für die habe ich auch noch eine Telefonnummer hier. Wir haben Abschied genommen in dieser Woche von Karl Heinrich Kuhli und haben ihn zu Grabe getragen. Er wurde 83 Jahre alt. Lasst uns beten. Herr unser Gott, du hast uns das Leben geschenkt. Darüber freuen wir uns immer. Und in diesem Leben, auch von Karl Heinrich Kuhli, sind viele Dinge gewesen. Viele Dinge, an die wir uns dankbar auch zurückerinnern. Wir möchten dich aber auch bitten, dass du den Angehörigen die Kraft gibst, mit seinem Sterben und seinem Tod fertig zu werden. Gib du ihnen Kraft und deinen Segen. Amen. Lasst uns das nächste Lied singen. Thank you.
Lasst uns Fürbitte halten und bitte alle dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir tragen deinen Namen. Aber woran erkennt man uns, wenn wir nicht in der Kirche sind? Wir möchten mehr in Liebe miteinander umgehen. Wir möchten dich wiederfinden im leidenden Mitmenschen. Wir möchten Brücken bauen zu dem, der vielleicht unser Lächeln braucht, der vielleicht unser gutes Wort braucht, der vielleicht auch nur einfach mal ein Winken braucht. Wir möchten uns gegenseitig annehmen können. Wir möchten Vergebung üben können. Aber wir entdecken immer wieder unser eigenes Unvermögen. Wir verschließen uns vor unserem Nächsten, der Liebe erwartet. Manchmal sind wir auch in unseren Vorurteilen gefangen. Deshalb sind wir dir dankbar, dass du uns ohne Vorbehalte gelten lässt und so annimmst, wie wir sind. Gib uns mehr Mut, uns deiner Liebe auszuliefern. Wir bitten dich auch für alle Menschen, denen ihre Hoffnung jäh zerstört und ihre Wünsche durchkreuzt sind. Bewahre sie vor Verzweiflung und zeige ihnen den Weg, den sie gehen können, manchmal auch durch uns. Sei du den Kranken und Sterbenden nah und gib, dass sie sich in deinem Frieden geborgen wissen. Gib du all denen, die diese Menschen begleiten, die Kraft, die sie nötig haben. Steh du ihnen bei und gib ihnen täglich neue Kraft. Und nun wollen wir getrost und gestärkt in die neue Woche gehen. Hilf, dass wir, wenn die Dinge schwierig werden, wir einmal getrost sagen können, Herr, dies ist dein Tag, wir gehören zu dir. Herr des Lebens, hilf uns zu leben. Und gemeinsam beten wir so, wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr, wir bitten dich, segne du uns und behüte du uns. Herr, lass du leuchten dein Angesicht über uns und sei du uns gnädig. Herr, erhebe du dein Angesicht auf uns und schenke uns deinen Frieden. Amen. Segne und behüte uns durch deine Güte.